Am Freitag, den 19. Februar 2021, wurde in den Räumen des Württembergischen Weinbauverbandes erstmals die Jahresauftaktspressekonferenz digital durchgeführt. Der Präsident des Verbandes, Hermann Hohl, erklärte: Die Pandemie hat auch die Weinwirtschaft jetzt zu Beginn dieses Jahres kräftig erwischt. Wir haben im Januar nahezu keinen Weinabsatz. Das setzt sich jetzt im Februar fort. Wir gehen davon aus, dass die Weineinkäufe im Moment stattfinden, insbesondere im Lebensmittelhandel, dort aber vorwiegend im Billigpreissegment. Das heißt, dass mehr Auslandsweine zu billigsten Preisen eingekauft werden. Gründe sind hierfür zu nennen. Einmal im letzten Jahr, im Dezember, lief es sehr gut. Da haben sich viele Weinfreunde einen Weinbedarf angelegt, zu Hause im Keller. Da kann sein, dass gewisse Restbestände noch vorhanden sind. Dann aber natürlich die Festivitäten wie Neujahrsempfänge, Faschingsveranstaltungen, wo auch Wein und Sekt konsumiert wird, sind weggefallen. Und das sind einerseits die Gründe, warum dass der Weinabsatz im Moment in einer sehr großen Schieflage sich befindet und somit eigentlich unsere Betriebe schon nach einem Hilferuf hier in die Öffentlichkeit gegangen sind, weil im Moment die Weinwirtschaft nicht beinhaltet ist in Corona-Beihilfen. Hier ist die Weinwirtschaft im Moment komplett außen vor. Und wir sind jetzt natürlich aufgerufen, bei den bestehenden Programmen noch Möglichkeiten zu suchen, wo eventuell eine finanzielle Hilfe für unsere Betriebe zu finden ist, um diese dann auf unsere Betriebe dann auch die Wirtschaftlichkeit absichern. Und die Zukunft, wie geht es mit der Zukunft weiter? In Zukunft, wir haben sehr viel vor. Man hat ja im letzten Jahr ein neues deutsches Weingesetz auf den Weg gebracht. Wir warten im Moment auf die neue Weinverordnung. Die kommt am 26. März, wird die im Bundesrat verabschiedet. Darin beinhaltet ist ein neues Bezeichnungssystem. Weg von dem Bezeichnungssystem mit Prädikaten wie Spätlese, Kabinett, hin zu einer Herkunftsbezeichnung. Das heißt, der Wechsel vom germanischen System mit Prädikatsbezeichnungen hin zum romanischen System, so wie die anderen Weinbauregionen Europas, wo die Herkünfte schon eine größere Bedeutung haben wie bei uns, aber auch zukünftig wird bei uns mehr die Herkunft auf dem Etikett erkennbar sein. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.